Achso. Da waren ja noch so ein paar Kleinigkeiten. Erstmal Zoberan mal, hier hat noch fünf von denen, ich war lieber mal lieber malen. Aurelia hat noch genug Bolzen, aber wir können ihr ja noch wieder welche geben. Ja, wir haben ja gerade. So. Ui, da kommt die eine Weile mehr raus. Aha. Hier sind wieder Plätze frei geworden. Wir müssen da wieder neue Tränke kaufen eigentlich. Aber ich denke mal, das wird noch gehen. Ich habe ja gerade gespeichert nochmal. Können wir jetzt ein Lager aufmachen und dann. Genau, Takate noch eben mit einem Wurfspeer ausrüsten. Der Juppi hat eine Wunde, sehe ich gerade. Oh ja. Die weg! Von wegen, der hat eine Wunde. Besiege die Piraten und öffne die Kiste am Anleger. Ja, wahrscheinlich zuerst das eine, dann das andere. Mal gucken. Was ist denn die Kiste? Da hätten wir einen Armbrustschütze, da hätten wir ganz viele Armbrustschützen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wieder so wie eben. Ne? Einige Nahkämpfer, schlechte Nahkämpfer und einige. Also es sind tatsächlich einige Elite und einige nicht. Hm. Okay. Ja, Takate, das ist ein Job für dich. Mach mal was. Kann man das? Dürfte man bedienen können. Ja. Da sind ja bestimmt auch wieder extra Sachen. Wie kommt man das denn weg? Aha. Dann braucht man das bestimmt als Brücke. Dann wird das so rübergeschoben, bestimmt. Ja, wie dem auch sei, geh mal hin und mach mal. Aber hier könnten es durchaus Fallen sein. Aber hier oder lieber hier, damit die nicht angreifen können im nächsten Zug. Obwohl, der hat sich gerade gar nicht bewegt. Stech dich einfach ran, dann macht er ja dicht direkt. Ja. Ist auch perfekt dafür. So. Wen magst du denn mal schießen? 80% ist doch schon mal was. Alter, aber wirklich mal. Ja. Gar nicht von da. Ja, dann kann er natürlich auch einen Zwerg ja auch nicht erreichen. Gerade so nicht. Ja, dann wechsel halt mal die Uni zu holen. Ist immer süß, wenn sie versuchen, von so weit weg. Ach, jetzt versperren sie uns den Weg und jetzt müssen wir praktisch da lang. Okay. Ja, wenn wir gleich da runter gehen, dann machen sie dazu. Wahrscheinlich, ja. Die ganze Zeit hin und her zu. Ist hier Spezialgelände? Ne, gibt's nicht hier so wie brennbares Öl auf dem Boden oder so. Okay, dann Takate, dann tu mal deine Pflicht. Ah! Hm.
Ja, das macht viel mehr Spaß plötzlich nochmal. Man muss halt nicht so aufs Mana achten. Hatten wir auch am Anfang eigentlich geplant gehabt, eigentlich einen Fernkämpfer zu nehmen. Aber wir dachten uns, ein Magier könnte dann... Sind oft die interessanter spielbaren Charaktere, aber effektiv ist das auf jeden Fall. Und wir haben halt den anderen hier, der Hexe und Yuppie, die haben wir, glaube ich, nur jeweils 8 Punkte in Fernkampf gegeben. Zoboran hat allerdings 14. Und den Langbogen. So, hier. Dann mach du mal was mit deinem Langbogen. Jetzt hast du gerade so angegeben, jetzt mach mal da hier. 90% auf die Entfernung. Ja, muss man schießen. Ja. Noch keine Rüstung. Jawohl. Nochmal. Stören! Und den werfe ich jetzt mal um. Er zittere. Ein bisschen weiter weg wäre nicht schlecht. Zumal wir sowieso jetzt gleich da lang müssen. Ja. Drauf. Gut. Weiter oben auf den Typen ballern, den er gerade schon abgeschossen hat. Ja, ja. Den Azubi. Oh, keine Rüstung bekommen. Der muss den jetzt auch nur noch einmal treffen. Aha. Das ist ja noch die ganze Zeit. Der Hund. Ja gut, aber man darf da nicht da stehen, denke ich, sonst wird man ins Wasser gepurzelt. Gekippt. Aber das macht ja Takate nix. Stellt sich einfach schon mal da lieber dahin. Dass wir das Schicksal nicht herausfordern. Ja, liegt auch immer noch. Da muss man, glaube ich, nämlich auch zum Aufstehen so eine Probe machen. So eine Körperbeherrschung. Körperklauenprobe. Wie viel hat der noch? Oh ja, da kann man ja noch ein paar Mal draufhauen. So. Weiter am Kampf beteiligen, aber das ist zu nah. Dann kann er sich auch schon mal wieder abstellen. Ich kann natürlich. Nee, warte, der macht wieder sein Special. Komm. Ah. Jedes Mal wieder schön. Das ist echt. Das ist schlimmer als in die Disco gehen und vor der Box einschlafen. Ich zieh sie mal hier hin. So, da was zu erledigen. Aber wenn er den jetzt umhaut. Ja. Dann bleibt die da, ja. Hast du recht. Ja. Das ist natürlich. Ja, gut, aber was soll's. Wir können ja wieder zurücklaufen. Ach, Leute, das braucht er doch gar nicht machen. Ich wollte auch nur mal sagen, dieser Kältezauber, der hat jetzt auch nicht so den. Irgendwie tollen Schaden gemacht oder so. Die sind jetzt verlangsamt. Das ist uns ja eigentlich immer egal. Die stehen da ja eh rum. Aber. Ja, doch ein bisschen Schaden hat er schon gemacht. Aber also, ja. Wenn du mal guckst, wie viel die ja teilweise. Ach, stimmt. Du hast recht. Ich hätte gar nicht gedacht. Dann ist es auf Stufe 4 wahrscheinlich einfach so viel. Das ist natürlich gut. Dafür hat er kaum noch Mana. So, der Takate wird natürlich jetzt blockiert. Aber er hat ja einen Wurfspeer. Der ist schon ganz schön böse am Blüten. Komm, hier drüber. Yeah. Endlich mal. Bei Angriff! Ja, guck mal hier.
da ist ja noch einer. Aber weg musste er eh. So, dann komm mal raus. Stell dich mal in Verteidigungsstellung. Also ich meine, nur wörtlich, nein, nur unwörtlich. Also. Wieder ein paar Pürierstaben. Ah! Echt? Der hat getroffen. 7 Stichschaden. Naja. Takate darf endlich raus. Das ist eine Penalty Box. Eine Heilung vertragen. Das ist eigentlich jetzt so warm, steht da. Ja, kann er ja gleich machen. Gucken, was der so trifft auf die Entfernung. 50%, die dürften noch schlechter sein. 50%. Da gibt sich mal eben selber eine kleine Heilung. Auf alle Fälle. Nicht, dass die Scharfschützen ihn aufs Tor. Ja, freie Fahrt für alle, ne? Hier anstelle blockiert hier alles, dann geht es hier nicht weiter. Ich bin jetzt erstmal vorgestoßen. Ah! Man kommt sich näher. Schön, dass immer noch eine Fahne frei bleibt. Ganz wichtig. Weil ich so. Ja, da habe ich mir auch schon häufiger im einzelnen Sackgasse rein manövriert. Er weiter angreift. Achso. Wo ist denn hier? Da, da ist es doch. So. Der ist ja gerade der Hauptangegriffene. Geht immer so weh. Ja, genau. Das war ja klar. Weil die wissen das sofort. Die rechnen sich das genau aus. Oh, der hat jetzt 2 Punkte, 3 Punkte mehr. Oder man geht da lang. Ist ja sowieso zu. Obwohl, den können wir noch mit Fernkämpfen kaputt hauen. Dann kann man auch mal schon mal feste Kurbeln. Das versperrt wieder alles. Aber ist jetzt gar nicht so schlimm, glaube ich. Weil sie da von da aus schießen kann oder ihn heilen zum Beispiel. Kann sie ja auch, ne? Ist ja schon.
kommt so grün da. Ja, das schimmert total komisch durch, ne, durch ja. das Holz. Auch eine Geheilung. Achso, was hat sich jetzt. Das hätte man wissen müssen. Hier. Ist doch dumm von euch, hier keine Fallen auszulegen. Das ist doch wie dafür geschaffen. Was ist das Kugelst du überhaupt? Hau die kaputt! Entdeckt, sie haben mich entdeckt. Was? Er? Wie? Einer behält die Fassung, der andere. Die Pfeile ganz leicht abgelenkt. Oh. Ach ja, sollte man das vorher machen, oder? Ja, der Pie steht da oben. Ja, ist recht. Ja, besser vorher, ne? Hm. Oh ja, sie haben geht anders. Umschubsen ins Wasser! Sogar mit 10 Punkten hat das Gebiet getarnt. Ja, so muss das sein. So wie ein Spartaner hier. Ja, ja. Weil die hatten auch Zwerge. Spartaner-Zwerge. Die sieht man im Film jetzt nicht. Also das ist doch fertig. Ja, dachte ich auch, ne? Da kommt jetzt der Captain runtergehüpft. Lief an Cleef. Was ist denn noch mal eine Truhe? Guck mal, was ist denn da? Ist das eine Truhe? Achso, ja. So. Was wollt ihr? Das Gift? Nehmt es euch! Ja. Wo finden wir Miramis? Miramis? Ich kenne keine... Eine Alchemistin. Weißhaarig. Deine Auftraggeberin. Ah! Ich weiß nur, dass sie gut zahlt. Sie lebt in Osara, aber fragt mich nicht wo. Wieder unnütze Wurfmesser und auch ansonsten total unnütze Sachen. Wir haben das Gift. Zurück zum Kapitän. Zurück zum Kapitän.
Wie kann Daragossa euch helfen? Wir können diese verfluchte Insel verlassen. Ach, Effard sei Dank. Wir haben allen geholfen, die so gut sind. Willkommen im Rausch. Wie kann Ossip euch helfen? Die Wanzen werden euch lieben. Keine Wunde. So, aber ganz schnell, bevor man das vergisst. Oder mal eben zum Stamm machen wir das eben. Das ist ja nicht so dringend im Fall. Nein, nein, nein. Wie oft muss ich euch Insektenhirne noch eintrichtern, die Samthauchpollen nicht einzuatmen? Boron. Wart ihr erfolgreich? Dann habe ich Neuigkeiten für euch. Gut gemacht. Ich habe etwas über das purpurne Gift herausgefunden. Hauptbestandteil des Venoms ist Atacuma, ein seltenes Heilmittel aus den Regenwäldern. Ein Heilmittel? Ja. Allerdings lässt es sich in einer bestimmten Dosierung auch als Gift verwenden. Es heißt, es raube Menschen den Verstand. Aber offen gestanden habe ich diese Wirkung noch niemals beobachtet. Wir schon, fürchte ich. Wisst ihr, wo sich die Alchemistin aufhält? Miramis? Sie unterhält noch ihr Laboratorium in Osara. Eigentlich ist ihr das verboten. Aber solange sie sich nicht in Gildenangelegenheiten einmischt, lassen wir sie in Ruhe. Bis später. So, das ist die Quest beendet. Und wieder 200 Abenteuerpunkte. Action Points. Ja, dann machen wir jetzt mal wieder eine Sessionspause. Nein, eine Dingens. Ne. Ja, die Folgen kommen übrigens ein bisschen unregelmäßig zurzeit raus. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein oder zwei Stamm Gucker gibt, die das stört. Ansonsten könnt ihr das nämlich gerne mal reinschreiben, dann kriegen wir das vielleicht noch besser hin. So ist es halt jetzt manchmal ein bisschen unregelmäßig, wann die Folgen rauskommen, weil ne, man muss sich dann ja auch immer treffen und, das, und so weiter. Das ist richtig. Kompliziert alles. Kompliziert. Aber könnte man durchaus, wenn Bedarf besteht. Ja, dann gehabt euch wohl und bis dahin. Bis dahin. Ne? Genau. Tschüss.